Heute haben wir den 29.8., am 1.8. habe ich auf dieser Bühne gesagt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird die Straße, 17. Juni ist die Straße des 1.8. heißen. Ich muss mich revidieren. In Zukunft wird diese Straße die Straße des 29.8. heißen. Darf ich per Handzeichen sehen, wer am 1.8. schon hier war? Bitte bei den Namen heben. Und jetzt, wer ist heute das erste Mal hier? Bitte abnehmen. Das ist der Wahnsinn! Guckt euch das doch mal an! Es sind mehr Leute wie am 1.8. Am 1.8. haben wir angefangen und haben jeder von euch ein Streichholz genommen. Und mit diesem Streichholz habt ihr eine große Fackel angezündet. Warum? Weil ihr Freunde und Bekannte angesprochen habt. Ihr seid hier angezündet worden am 1.8. Und wir haben es geschafft, ein riesen Feuer hierher zu bringen. Und deswegen schließe ich mich Samuel an. Wir sind einfach ganz bescheidene Protagonisten hier auf der Bühne, die zwar sehr große Videokanäle, YouTube-Kanäle haben, aber wirklich wichtig ist jeder Einzelne von euch. Jeder Einzelne hat ein Gesicht. Und jeder Einzelne, wie Samuel gesagt hat, hat auch noch was rein zu erreichen. Ich habe es letzte Mal schon gesagt in meiner Rede. Die Leute von den Staatsmedien sind hier, sie verstehen es nicht. Die sprechen Chinesisch, die haben heute angesprochen worden von Spiegel TV. Also die gleichen Leute, die bei mir Gerichtsprozesse kommen, haben gesagt, das sind Papageien. Der Staat wollte ein Interview, der Staat wollte ein Interview. Sie verstehen es nicht. Aber ich sage es euch, eure Zeit ist abgelaufen! Schreibt euch das an! Hört euch die Leute an! Und diese Leute hier, die sind so tief in eurem Gewissen drin, wenn ihr schlaft nachts, dann lasst ihr mal runter. Vergewaltigung für mich, was dort abläuft. Und ich habe zwei
kommt dann? Und was kommt dann? Das ist eine spannende Frage. Merke, wir haben euch unterschätzt, weil diese Leute denken, wir sitzen mal die Sache aus. Jetzt kommt ihr hier, macht Party, freut euch, findet Gleichgesinnte, findet vielleicht einen neuen Partner und dann geht ihr nach Hause. Und Michael Ballweg, den ich sehr schätze, hat gesagt, wir bleiben so lange in Berlin, bis quasi sich unser Interesse was verändert hat. Wir bleiben hier. Come on.